Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir aus 4 Zutaten super einfache Raffaello-Croissants machen, wenn es mal schnell gehen muss und ihr spontan Besuch bekommt. Viel Spaß bei dem Video! Wir brauchen eine Packung Blätterteig, 2 Packungen Raffaello, ein Ei und Kokosraspeln. Als erstes packen wir den Blätterteig aus. Anschließend halbieren wir ihn und schneiden pro Seite 3 Pizzastücke zurecht. Auf die Enden der kleinen Pizzastückchen kommt jeweils ein Raffaello und bei den etwas größeren packen wir 2 rein. Zum Schluss bestreuen wir alle Stückchen noch mit Kokosraspeln. Um unsere Croissants zu rollen, rollen wir von der längeren Seite zur kürzeren hin unsere Stückchen auf. Dann bestreichen wir unsere Croissants noch mit dem Ei und toppen sie anschließend noch mit Kokosraspeln. Anschließend werden sie bei 180 Grad Umluft ca. 15 bis 18 Minuten gebacken. Und so schnell sind unsere Raffaello Croissants für den spontanen Besuch auch schon fertig. Lasst sie euch schmecken, sie sind wirklich super lecker und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Rezept und beim Nachbacken und berichtet mir, wie sie bei euch angekommen sind. Macht's gut!